Der Österreicher Lukas Müller stürzt beim Einfliegen auf dem Kulm am Mittwoch schwer. Der Kärntner kommt nach der Landung bei rund 120 Metern wegen eines Materialproblems bei rund 110 Stundenkilometern zu Fall. Er verliert die Balance, weil sich seine Schuhschnalle nicht öffnet. Nach dem Sturz spürt Müller seine Beine nicht mehr. Bereits der Notarzt spricht von einer sehr schweren Wirbelverletzung. Der 23-Jährige wird noch Mittwochabend in der Uniklinik Graz an der unteren Halswirbelsäule operiert. Die Folgen der schweren Verletzung sind noch nicht absehbar. ÖSV-Cheftrainer Heinz Kutin stand unter Schock.